Hey Leute, willkommen zurück zu Subnautica. Hier unten ist es ganz schön bunt. Guck mal. Ich find's super hier. Wir sind noch ein bisschen am Erkunden und ich bräuchte eigentlich mal was zum Mampfen, glaube ich. Das ist ja so schnell alles am Verdampfen, Dude. Also das Essen und Trinken, das geht weg wie nix. Ich habe mir extra ein bisschen was eingepackt. Legen wir die erstmal ab. Taschenlampe, Schweißgerät, ja. Da packe ich erstmal das hier aus. Bisschen aufladen, während ich schon schwimme. So, erstmal ein bisschen fishy. 40 Wasser. Ja, ich habe noch Wasser. Reginald! Das ist Reginald! Heißt der so? Der Fisch heißt Reginald? Ach komm. Wie gut ist das denn? Warte mal. Pflanzenfresser. Riffrücken. Habe ich jetzt echt Reginald gefangen, ja? Also den werde ich nicht essen, Leute. Gott, das geht sogar nicht. Der heißt echt Reginald. Krass. Das ist ja lustig. Fauna, Aaswasser, Reginald. Nee, den haben wir hier nicht dabei. Riffrücken, Kaninchenrochen. Das ist ja lustig, Leute. Ich kann Reginald doch nicht essen, deswegen... ein Bumerang. Reginald kommt erstmal schön hier rein und da wartest du, bis ich wiederkomme. Eigentlich auch ein bisschen fies, ne? Wir lassen ihn jetzt echt da irgendwo in der Klappe drin und... der kann nichts machen. Ist ein armer Fisch. Aber glaubt mir, Reginald, der wird ein schönes Zuhause kriegen. Ich habe zwei Aquarien, da kommt er rein. Also in eins, nicht zwei, sonst müsste ich ihn ja teilen und das wäre wieder nicht nett. Na, nee. Der bleibt am Stück, wie er ist. Oh, diese Luke, die kann ich... nee. Noch ein PDA. Aha. Coole Wurst, Leute. Warum haben die jetzt zwei Luken nach oben? Das ist doch voll überflüssig. Naja. Nee, dann war's das hier wohl. Ich habe letztes Mal schon ein paar PDAs gefunden. Einen habe ich vorgelesen. Da war es nämlich davon die Rede, dass die schon sehr tief unter Wasser sind hier. 300 Meter und überall Wasser eindringt. Beziehungsweise nicht zwangsweise. Aber sie haben die Schnauze voll von dem Planeten. Und darum geht es wahrscheinlich, dass wir hier langsam immer ein bisschen was über diese Leute kennenlernen, die schon hier waren vor uns und wahrscheinlich draufgegangen sind. Oder vielleicht leben sie ja sogar noch und wir finden sie. Aber ich glaube nicht dran. Nee, ich glaube nicht dran. Und noch ein PDA. Super. Alles klar, Rohr. Gucken wir mal. Flora, Wasser, Fauna, bla 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 bla. Datendownloads. Überlebende der Degasi. Degasi Sprachaufzeichen. Nee, das war das. Das Logbuch? Weißt du, was Maida mich heute gefragt hat? Hast du von einem Zyklop-U-Boot gehört, fragte sie mich. Mich! Ich habe Sternwale zum Neptun befördert. Plastahl zur Föderation. Meine Familie betreibt 9 verschiedene Bergbaukolonien in... im... Ariadne, ja, denkt sie denn, ich weiß nicht, was ein Zyklop ist? Denkt sie, sie hat hier das Kommando? Ich weiß, in ihrem Vertrag steht immer noch etwas anderes. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt vom Sauerstoff. Moment. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Finde ich schade, dass das nicht kurz stehen bleibt, das Spiel. Oder dass man auch hier im Boot kurz gucken kann. Das ist doch doof. Da ist man immer so gehetzt mit dem Sauerstoff. Guck mal, das Wasser hier. Mein Durst, wie schnell der wieder steigt, ne? Ja. Sie will also eine Basis 700 Meter unter dem Meeresspiegel, 1 Kilometer östlich von hier errichten. Und sie braucht mich, Bart, um es zu schaffen. Sie hat es sich in den Kopf gesetzt, dass keine Rettung kommt. Dass sie uns retten kann, wenn sie nur waghalsig genug handelt. Und ich kann ihr verdammt nochmal nicht sagen, ob es nun die dümmste Idee ist, die ich hier gehört habe, oder meine einzige Hoffnung. Letzte Woche bin ich 80 Jahre alt geworden. Wow. Ich dachte, dass ich weitere 80 Jahre packen würde. Aber nachdem ich hier gestrandet bin, kann ich nicht einfach meine Leber auswechseln, wenn die Alte versagt. Hier unten bin ich sterblich und mir läuft die Zeit davon.
Es liegt also in meiner Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen. Zur Insel zurückkehren und darauf hoffen, dass, was auch immer die Degasi vom Himmel geholt hat, nicht auch dasselbe mit dem Rettungsschiff tun wird oder tiefer hinuntergehen und nach Antworten suchen. Und die ganze Zeit über hoffen, dass mein hohes Alter mich einholt, bevor es die Seemonster tun. Ich gestehe Maida nur ein Ding zu. Sie hat recht bezüglich dieser Höhlen. Es gibt dort unten genug Lithium, um 100 Tonnen Plastahl herzustellen. Genug für eine verdammte Flotte an U-Booten. Niemand hätte verhindern können, dass wir hier abstürzen. Aber ich lag richtig, diesen Umweg einzuordnen. Anzuordnen. Wenn wir diesen Planeten verlassen, werden sie selbst auf der anderen Seite der Föderation von den Anteilspreisen der, was? Thorgalin Corp sprechen. Ach, es geht wieder nur um Profit, ja? Ja, ja. Sind sie nur hergekommen wegen dem Lithium. Also Lithium gibt es wirklich eine Menge, ja. Das kann ich bestätigen. Das findet man einfach mal so hier. Boah, ich habe so ein bisschen Bammel, wenn ich die ganze Zeit diese Geräusche höre. Das ist voll gruselig. Du weißt nicht, was es ist, aber... Du hörst es. Ach, Gold. Ach nee, das sind die Piranhas, die sind böse. Die roten, die mit dem roten Rücken, die sind scheiße. Ah ja. Ah, du Schwein. Wenn die einmal meine Fährte haben, dann kommen sie. Aber so sind sie jetzt noch... Oh! Ganz friedlich. Habe ich dich. Solange die andere Fische zum Kauen haben... Na, nicht unbedingt. Manchmal ziehen die auch einfach rüber zu mir. Oh, Lithium. Sehr gut. Ja, da ist schon wieder Hunger, Mensch. Das gibt's doch gar nicht. Hier unten ist das alles viel beschleunigter. Ich höre euch ganz genau. Ja, ist er weg. Oh, das ist was Neues. Nee, das ist Magnetit. Okay. Fischies. Pfeif auf die Fischies. Oh, noch mehr Magnetit. Ja, falls ihr euch wundert, dass ich hier so langsam lang schwimme mit meinem Schweißgerät in der Hand. Ich habe die Flossen ausgerüstet. Die Schwimmladeflossen. Die laden meine Elektrogeräte auf, solange ich die... Ja, ja. Solange ich hin und her schwimme mit denen und irgendwas in der Hand halte, was elektrisch ist. Leider jetzt nicht sowas wie die Motte oder mein Gleiter. Der Gleiter wird allerdings auch geladen, nur ganz... Also es ist, man merkt es nicht quasi. Das Problem ist halt, der verliert sowieso Energie. Aber deutlich langsamer. Manchmal springt sogar 1% nach oben, habe ich bemerkt. Deswegen, sonst wäre ich mir, nämlich nicht sicher gewesen, ob das überhaupt funktioniert. Tut's aber. Ja. Lithium. Und Gold. Dieses Klackern, das sind die Piranhas übrigens. Ich bin nicht bescheuert, Kinder, ich höre euch. Ah, komm doch. Kann ich den nicht fangen? Doch, kann ich. Oh, das ist eine neue Kreatur. Warte mal, dann scanne ich die gleich mal. Ein Oculus. Was ist das denn? Hä? Warum kann ich die einfach so schnappen und die mal... Die wehren sich gar nicht. Oder hauen ab, besser gesagt. Wehren können sie sich sowieso nicht. Haha. Wäre noch schöner. Hier wehrt sich schon eh alles gegen mich. So, ist das Teil bald mal voll. Dann kann ich nämlich wieder ein bisschen gleiten, wie ich Bock habe. Die sind... Sind die tot oder was? Die hängen da so alle im Wasser rum. Ach, Gold. Warum hebe ich das überhaupt auf? Ich habe so viel Gold. Gold ist ja nichts wert. Oh, ich bin da übrigens ganz schön angeschlagen, sehe ich gerade. Was ist da denn los? Ah! Oh Gott! Arsch! Komm her! Scheiß Fisch! Boah, diese dreckigen Piranhas. Piranhas vor allem, ja.
Piranhas! Piranhas! Ich habe keinen Platz mehr. Ich muss mal ein bisschen was abladen in meiner Motte. Das Geile ist übrigens, ich kann theoretisch ja auch 4 Plätze anbringen. Also 4-mal von diesen Ladeslots da anbringen in meiner Motte. Ich habe jetzt halt nochmal 2 genommen und habe die Selbstverteidigungsanlage raus. Weil die finde ich ein bisschen sinnlos. Die tötet gar nicht die Gegner. Die lenkt sie nur kurz ab. Also ich habe es wirklich an kleinen Fischen probiert. 4-5 Mal das Teil gezündet, aber irgendwie hat es nichts gebracht. Scheiß auf das Gold jetzt hier. Komm, weg damit. Komm her. Ich weiß, dass du es willst. Komm her. Ich habe da immer so ein bisschen Bammel vor diesen blöden Piranhas. Die können ganz schön gefährlich werden. Die machen zwar nicht so viel Aua, aber... Sicher ist sicher. Oh, sorry, Fischi. Ah, Gold. Wer braucht schon Gold? Oh, was ist das hier? Bäh. Ich dachte, das wäre was Besonderes. Ja, das war's hier unten soweit scheinbar. Es gibt nur noch ein paar Erze. Gold. Ich will kein Gold. Gib mir nochmal Silber. Silber wäre cool. Silber brauche ich immer wieder. Oder Lithium. Ja, von mir aus. Ja, noch mehr Lithium. Wenn jetzt wieder... Ach komm, ich lasse jetzt einfach alles liegen. Hier ist sonst gar nichts mehr, ne? Ich habe ja darauf gehofft, dass hier noch ein paar andere Pots liegen oder sowas. Wenn das so weitergeht, lasse ich auch das Lithium liegen. Davon habe ich jetzt auch bald mehr als genug. Na, gucken wir mal. Die Höhle ist ja noch nicht ganz erforscht. Nicht vorschnell urteilen. Die ganzen Bröckchen brauche ich ja nicht weghauen, das ist eh alles nur Gold wahrscheinlich. Und ich bin noch nicht zum Farmen hier, ich bin zum Entdecken hier gerade. Und die kleinen Pilze, oh. Das sieht voll gut aus, guck mal. Ich finde, das sieht irgendwie cool aus. Diese Pilze. Ich höre dich, du scheiß Fisch, da unten sitze. Die greifen sogar mein Boot hier an. Die machen zwar keinen Schaden, aber die fliegen da, also die schwimmen da immer gegen und es wird immer tock, tock, tock. Es ist ziemlich lustig. Aber andere Gegner, die kriegen das schon hin. Ziemlich große Gegner. Die machen meinem Boot hier Schaden. Aber jetzt schwimme ich ja zurück, verdammt. Nee, da ist vorwärts, oder? Da ist vorwärts. Denke ich. Ach, guck mal, eine geothermale Spalte mal wieder. Da sollte ich aber nicht so nah ran. Ich weiß nicht, ob mein Schiff das aushält. Vor allem will ich auch gar nicht darunter. Ach ja, und die große organische Masse, die hatte ich ja schon. Bäm. Da guckt, die flatschen da einmal gegen und wollen das Ding angreifen. Es ist so putzig. Oh, oh, au. Das hat Schaden gemacht, verdammt. Ach komm, ich mach, dass ich hier rauskomme. Das ist immer nur dasselbe scheinbar hier. Einfach nur große Pilze. Unter Wasser. Ich habe nämlich noch ein paar andere Punkte markiert, die will ich auch noch abklappern. Außerdem, hier unten kann ich nicht aufladen. Hier scheint keine Sonne. Ich habe hier diese Solarzelle. Oh, guck mal, da ist noch was. Ach du Elend, ich weiß halt gar nicht, wo ich bin. Ich bin wieder zurückgeschwommen. Na toll. Habe ich gar nicht bemerkt, aber ist vielleicht auch nicht schlimm, weil hier weiß ich, dass es rauf geht. Ui. Au. Hör mal auf, gegen mein Boot zu schwimmen, ihr Scheißviecher. Oh, Strahlung, Strahlung, Strahlung. Ich habe ja gesagt, man braucht manchmal Strahlenschutz. Oh Gott, wo habe ich das jetzt hingepackt? Komm mal her.
Strahlenschutzhelm. Ach, den habe ich ja im Inventar. Ist das ein Strahlenschutz? Ja. Habe ich jetzt geschützt alles? Bin ich sicher? Ich hoffe. So. Erstmal noch ein Fisch. Nicht Reginald. Ich hoffe nicht. Ja. Nicht, dass ich aus Versehen Reginald erwische. Komm mal, schon wieder muss ich was trinken. Das geht so flott hier. Und ich heim mich gleich mal mit. Und alles. Alles, alles, alles. Ne, hier ist es. Hm. Energiezellen. Ich frage mich echt, wofür man die großartig braucht. Ich glaube, es gibt eins, zwei Sachen, wofür man Energiezellen braucht. Oh, da ist es. Da geht's raus. Yes, ich hab's geschafft. Boah, Leute, da muss ich nicht nochmal runter. Es sah zwar ganz nett aus, aber... Nee, nee. Hitzesignatur. Nö, lass mal. Hab ja gesagt, das sind immer nur geothermale Aktivitäten. Geologische Formation vielleicht, ja? Mögliche Höhlenöffnungen, cool. Das ist ja nett. Mögliche Höhlenöffnungen. Schauen wir uns mal an, wie weit das weg ist. Ja. Mögliche Höhlenöffnung. Da muss ich doch wieder runter. Na komm, dann machen wir das nochmal. Ist aber ganz schön tief, ne? Nach 1300 Meter in die Richtung. Aber ich glaube nicht, dass es steil bergab geht, weil so tief kann ich halt nicht. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt so tief kann in diesem Spiel. Na, gucken wir mal. Ich muss halt nur schauen, bis ich ungefähr drüber bin. Ja, komm, die Energie wird schon reichen. 57. Wenn ich habe ja noch Batterien dabei. Ich hoffe zumindest, dass man die mit Batterie aufladen kann. Hab mir extra mal so ein kleines Lunchpaket gemacht mit Batterien, Essen, Trinken, Ausrüstung. Irgendwo muss es hier doch runtergehen. Ah, ich will nicht in die geothermale Spalte, Leute. Das ist kacke. Nee, nee. Soll ich mal? Soll ich mal probieren? Oh Gott. Au. Boah, Leute, nee, das geht nicht. Oh Gott, das geht gar nicht klar. Au. Ah, shit. Da geht's nur wieder raus. Ich will eigentlich nicht weiter runter. Aber ich will diese Höhlenöffnung vielleicht entdecken. Au! Oh Mann, was mache ich denn? Oh Gott. Vielleicht will ich doch nicht hier sein. Ja! Oh nein, das speist. Das macht mein Schiff kaputt. Alter! Hau ab! Ein riesiger Wurm ist das. Wo geht's hier raus? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war echt ein Fehler. Das war echt ein Fehler, hier nochmal herzukommen, oder? Ach du Elend, die sitzen in den Würmer... die Würmer sitzen in den Pilzen, ja? Habt ihr das gesehen? Der ist da rausgeschlüpft. Oh, diese hässlichen Viecher, Mensch. Warte mal. Was ist mein Schweißgerät? Wo ist mein Schweißgerät? Da. Auf die 5. Und welden. Mach das Ding fit. Guck mal, wie einfach das geht. Zack. Welcome aboard, Captain. Danke, schon können wir weiterfahren. Nee, Leute, ich hau hier ab. Das ist mir alles zu gefährlich. Vielleicht komme ich mit dem Goliath nochmal her, wenn ich da ein anständiges... Bewaffnungssystem habe oder sowas in der Richtung. Ich schätze mal, das muss ja sowas geben. Weil die Torpedos, die ich hier erwähnt habe, das sind alles so Frachttorpedos. Die können eigentlich nur Frachten hin und her pusten.
Ja, ob man es glaubt oder nicht, das sind keine kampftauglichen Dinger. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Okay, wo ist mein Schiff da? Wow. Okay, die Eingeweide des Planeten, die sind noch ein bisschen unerreicht für mich. Der, nee, da will ich noch nicht so wirklich. Hör mal auf. Oh, er lädt wieder auf. Energie. Gebt mir Energie. Sehr gut. Nee, Leute, dann war das interessant. Aber es trug keine Früchte, dieser Ausflug. Außer, dass ich ein bisschen was erfahren habe über die anderen Leute hier. Ha, home sweet home. Ich find's schön. Meine kleine, feine Station. Ach, guck mal, ich habe mir auch hier so eine kleine Aussichtskuppel gemacht. So eine Aussichtskugel. Was der schon wieder für Durst hat, meine Güte. Ich habe doch gerade erst was getrunken auf 100%. Mensch. Keine Ahnung, was hier los ist. Irgendwie ist da der Wurm drin. So, warte mal. Reginald, du kommst jetzt mal hier rein, ne, Kumpel? Aug, Auge. Wo ist Reginald? Ach nee, den habe ich... Oh Gott, den habe ich in meiner Motte gelassen. Wie kann ich dir das nur antun, Reginald? Nee. Ich habe doch irgendwo einen Schrank. Ja, da. Da kann ich ganz viel Lithium reinpacken. Lithium. Brauche eh kein Schwein. Ach so, ich habe mich übrigens vertan. Hier, Magnetit und Quecksilbererz ist, glaube ich, was anderes. Beziehungsweise... Ja, nee. Hier, Quecksilbererz und Magnetit, die sehen gleich aus, aber es ist was anderes. Ganz komisch. Ich dachte erst, das wäre was anderes. Oder wäre dasselbe. Und dann ist es doch was anderes, ne? Verrückt. So, jetzt geht's nur wieder tipptopp. Gehe ich mal in den Ladecontainer. Der Oculus... Ja, ich muss mir tatsächlich wieder Fische fangen für unterwegs. Sonst sitze ich da ganz schön auf dem trockenen. Reginald! Guck mal, der ist richtig lecker sogar. Der gibt 25 Nahrung ungekocht. Ho. Muss er erstmal schaffen, Reginald, ne? Muss er erstmal schaffen. Alles klar, Leute, ich mache hier Schluss. Das war's. Ich werde jetzt wieder farmen gehen oder was weiß ich. Ich muss halt immer gucken, dass ich es ein bisschen mit... Dass ich ein bisschen fülle, ne? Wenn ich nämlich nichts bringe, dann ist auch kacke. Reginald. Der heißt doch nicht wirklich Reginald. Na egal. Wenn ich nur farmen gehe hier, was ich jetzt auch quasi gemacht habe, ist es ja bestimmt langweilig für euch. Wie dem auch sei. Ich danke fürs Zusehen. Wir sehen uns zu Subnautica. Bis dann.